Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dirt Rally 2.0. Leute, heute geht es ins verschneite Schweden. Und ich dachte mir, da wir jetzt am Anfang immer diese Auswahl haben mit, was für ein Auto wollen wir nehmen, dachte ich mir, wie wechseln wir das Auto? Nicht deshalb, weil ne, mir das eigentlich nicht gefällt. Ganz im Gegenteil, ich mag den Citroën. Aber ich denke mir so, hey komm, man hat die Vielfalt, warum denn nicht auch nutzen? Jetzt ist nur die Frage, was nehmen wir, aber ich würde einfach mal sagen, Ford ist jetzt, sage ich mal, wenn wir ja, VW und Citroën jetzt rausnehmen, ist doch einer meiner beliebtesten, bekanntesten Marken. Nehmen wir, also was heißt bekannt? Bekannt sind sie alle, aber mit denen verbinde ich noch am meisten im Vergleich zu Peugeot oder Skoda. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Ja, komm. Rot im Schnee gut zu sehen. Ignorieren wir einfach mal weg, dass die ja, untere Seite knalleweiß ist. Ich habe weiß gesagt, aber ich habe gerade gedacht, hä, war das gelb? Habe ich gelb gesagt? Verrückt. Okay, die Stage ist so aufgebaut wie die letzte Finnland-Prüfung. Nur halt jetzt in weiß. 5,25 Kilometer. Das müssten wir hinkriegen. Problem ist, wie ist die Sicht? Ah, sieht gut aus. Wetter sagt, kannst losbrettern. Natürlich trainieren wir erstmal. Die Schneereifen nehmen wir mit. Reserve packen wir raus, weil wir einfach super unterwegs sein werden. Hoffentlich. Ah. Passt das? Oder noch ein bisschen näher ran? Ah, ich würde schon ein bisschen näher rangehen. Höhe passt eigentlich. Nun gut, wir tuckern los. 5, 4, 3, 2, 1, los. Jetzt tuckern wir los. In 6 links übersprung Maybe, 50, 3 rechts lang, mach zu. 60, über Kuppe, Achtung, 2 links, sehr lang, mach zu. Macht auf. 70 bergauf. 6 links über Kuppe lang. Hier wird man ja jetzt schon schneeblind. In 5 rechts lang. In 6 links. Und 5 rechts über Kuppe. In 4 links lang. Macht zu. 100. Das Tolle ist, die Schneeberge links und rechts sind nicht so massiv wie in vielen anderen Rallye-Spielen. Sondern du kannst ein bisschen einplanen. Das fühlt sich ein bisschen an, als du. 6 rechts über Kuppe Sprung. Weiß ich nicht, gegen. In 6 links. Gegen Kopfkissen fährst. In Achtung, 4 rechts. Du hast einen Widerstand, Kuppe, aber der ist nicht massiv. Auf lang. 70. Bis Stopp. Gut gemacht. Das heißt, man kann jetzt so ein bisschen die Taktik fahren. Ja, ein bisschen schneller aus der Kurve rauskommen. Wie mit dem Heck. Ja, leicht gegen die Wand anecken. Und dadurch, dass das Auto durch diese Kontaktberührung hinten, wenn du quer aus der Kurve kommst, gerade ausrichten. Das machen sie zumindest in Real Life auch. Dann komm schön quer aus der Kurve, benutzt ein bisschen die Bande, um das Auto gerade auszurichten und voll Lust zu gasen. Also in Theorie ist das jetzt hier machbar. Aber naja, ich bin am Steuer, Obacht. Hey, da ist Playseat an der Eckscheibe. Ich sitze auf dem Playseat. Der, oh Gott, warum haben die Drecksäcke immer so einen langen Namen? Evolution. Alcantara M, Playseat Evolution, Alcantara M. Irgendwie so, keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, aber jetzt geht's wieder. 1, Concentration los. Richtung wichtige Dinge. Übersprung maybe. 50, nicht verunfallen. 3 rechts lang, mach zu. 60, über Kuppe, Achtung, 2 links, sehr lang, mach zu. Macht auf. 70, bergauf. 6 links über Kuppe lang, mach zu 4, in 5 rechts lang, in 6 links und 5 rechts über Kuppe, in 4 links lang, mach zu. 100,
5 rechts eng, lang, 150 übersprungen und Wellen. Ich nehme aktuell sehr viel 6 Bande mit. Über Kuppe Sprung. Motor ist auf jeden Fall gekühlt. In Achtung, 4 rechts über Kuppe, macht auf lang, 70. 6 rechts über große Kuppe, Achtung, macht zu. In 4 links lang, macht zu. Durch Senke, in 3 rechts kurz. In 6 links über Kuppe, macht auf, extra lang, macht zu, 2. In 3 rechts. In 6 links, in 6 rechts über Kuppe. Eieieiei. Und 6 links. Ich muss ja Birdie auf Schneeblindheit halt erfassen. Über Kuppe und Sprung. 70 über Wellen. Achtung, lieber langsamer als zu schnell. Zu eng. In 3 links. Macht auf. Oh, jetzt schon 3 rechts. Sehr lang. Macht zu über Kuppe. 50. 4 links über Kuppe. Ups. Und rechts halten für 50, 4 links, in 6 rechts, extra, extra lang, macht zu 4, 100 über Kuppe bei Kreuzung, Achtung, 4 rechts, macht zu, 2 links, macht auf, in 3 rechts, macht auf 6 über Kuppe, 50, 3 links lang, 50, 3 rechts lang, macht auf. Schneeblind. In 6 links, 60, mittig halten über Sprünge, in 6 rechts über Kuppe, in 3 links lang, 60, 3 rechts, macht zu über Kuppe, 70, 5 rechts über Kuppe lang, 30, 3 links, macht auf. Und 4 rechts, macht zu 3 über Kuppe, 40, 4 rechts, ein bisschen zu aggressiv eingegangen. Links, macht zu 3, macht auf, extra lang, 40, 5 rechts, 50, rechts halten über Kuppe, 30, 3 rechts durch Senke, in 6 links. Oh, 3 rechts, bisschen später als gedacht. In 6 links bei Kreuzung, macht zu 4, sehr lang, macht zu 3. Ah, in 4 weg von der Wand. Macht zu, macht auf. 100. Super, zu schnell unterwegs. Ziel, in 4 links, macht zu 3 bis Stopp. Aber 2 Meter vom Ziel mache ich gerne mal Fehler. Alter, war das anstrengend. Alter, war das anstrengend. Ah, wir waren zu langsam. Wir haben gute Arbeit geleistet. Wir wurden vor dem Marshall gestoppt. Uiuiuiui, ey, diese Schneeetappen, ne? Vor allem, wenn du noch ein bisschen durch die Spiegelung des Fernsehers so ein bisschen noch die Außenwelt durch den vom Fernseher die Außenwelt durch dein Fenster noch gleichzeitig siehst. Das macht die Sachen noch ein bisschen kniffliger. Uiuiui. So, geringer. Ah, vielleicht durch die Schnee. Banden gar keinen Karosserieschaden. Ja, gut. Ja, vielleicht war vielleicht zu viel gewollt. Oh Mann. P4, neuer Beifahrer. Ey, also das habe ich ja noch nie gelesen. Was ist denn da passiert? Da hatte jemand auf keinen Bock mehr gehabt. Wage quit während der Fahrt. Einfach abgehauener Typ. Scheiße. Neuer Beifahrer. Wie soll ich mir das denn vorstellen? So, komm, gibt's hier coole Aufnahmen? Drecks Musik ausmachen. Auf die Strecke gehen. Hat aus. Ich muss sagen, die R5 Autos. Also, ich glaube, die tun sich nur optisch was. Also, so performance-technisch her. Ich glaube, das ist zu wegreglementiert. Dass sie da irgendwas fahrisch großartig anders machen können. Aber sieht schon schick aus. Ich frage es jetzt, wenn wir in der Nacht fahren, im Regen, Schnee, Frösche, wie wird die Wettereinstellung jetzt sein? Wie gesagt, keine Ahnung. Sieht schon mal wieder sehr spannend aus. Könnte eine schnellere Passage sein. Storjangen. Wärmland.
I'm ready. Come on, Ladebalken. Jedenfalls. Ey Leute, es ist Codemaster-Spiel. Wir haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Blackscreen, aber gut. Wenigstens kürzer als in Formel 1. Ich glaube, Rally-Memes gibt's auch, aber. Darauf ist mein Instagram-Algorithmus nicht drauf geschult. Das wird schwer, die zu finden. Oh, wir haben Headlights. Also Motorraumlights. Start 100, 6 rechts, 150 mittig gehalten übersprungen in 4 links. Viel Glück. Thanks. Nee, warte mal, ich wollte eigentlich nach rechts gucken. Warum drücke ich die? Ah, wir können Tanja gar nicht sehen. Egal. Fünf, weiter geht's. 4, 3, 2, 1, los. 100, 6 rechts, 150, mittig halten, übersprungen, in 4 links, macht zu über Kuppe, macht auf 6, extra lang, macht zu über Wellen, 50. Ah, ist doch jetzt die 6er Kurve dran, Kuppe, warum nicht so eng? In 3 rechts lang, macht auf über Kuppe, 40, 6 links über Kuppe, 90, früh 5 links, in 6 rechts, macht auf, 100, 6 rechts, in 4 links genommen. Eng, lang, durch Senke, 80, 6 links über Sprünge, 80 über Kuppe, 6 rechts eng, in 6 links langsam, 50 bergab, 1 links, Abzweig, macht auf, 50, mittig halten über Kuppe, in 3 rechts lang, 70, 6 links über Kuppe, macht zu 3, macht auf über Kuppe, 50, 6 links, 60, 6 rechts übersprungen, 100, nice, Sprung. 5 links über Kuppe, extra lang, oh, macht und zu, Sprung, ein in Sprung. 6 rechts extra lang, macht auf, 80, alles gut, weiter geht's. Achtung, 6 rechts, über Kuppe, macht zu 4, in 3 links, in 5 rechts, sehr lang, macht zu, 3. Ja, wieder angelehnt. In 3 links, in 6 rechts und 6 links, über große Kuppe, 50. Achtung, 6 links, übersprung, 30, 2 rechts, macht zu. In 3 links, in 4 rechts lang, macht auf über Kuppe, in 6 links, ja, kniffiger und 6 rechts gerade. Sehr lang, macht zu 4, in 3 links, in 6 rechts lang, in Gabel 4 links, macht auf, 50, 6 rechts über Kuppe, in links halten über Kuppe, 80, über Wellen, Achtung, 4 rechts über Kuppe, in 6 links lang, macht auf über Kuppe, links halten für 80, über Wellen, 6 links besprung, 60, 6 rechts, 6 links, 50 Gabel, 3 links lang, macht auf über Kuppe, 50, Kuppe und 5 rechts über Kuppe, 30, 4 links, 50, mittig halten über Kuppe und 4 rechts lang, hey, das ist eine Leitplanke. Zu 3, in 6 links über Kuppe, in Achtung, 4 rechts, macht zu, oh, dann war der zweite Gang. 50, 2 links, Abzweig, 30, 6 rechts lang, 30, 5 links über Kuppe, macht auf und macht zu 4, über Kuppe, in 6 rechts, macht auf, sehr lang, in 5 links lang, 60, 6 links, übersprungen, maybe, in Achtung, 6 rechts lang, macht auf, mittig übersprungen, in 6 links, in 6 rechts lang, 50, 6 links, in 4 rechts, in 6 links lang, in 4 rechts über Kuppe, macht zu, sehr lang, und voll rechts über Kuppe, in 6 links, nee. Durch Senke Kreuzung, in 5 rechts, in 6 links, Übersprung maybe, 50, über Ziel, bis Stopp. Uiuiuiui. Da bekommt eine Marsche. Wo muss ich hinfahren? Wo ist denn der? Da. Navent.
Wir hatten eine unglaubliche Veranstaltung. Du hast dir den Sieg echt verdient. Tanja, das ist eine Teamleistung. Du bist genauso gut, genauso schuld an den Sieg wie ich. Ja? Wir sind beide Spitzenklasse. Und ich würde einfach mal sagen, wir drücken X, stellen gleich mal die KI höher, damit wir die im nächsten Etappenland dann, ja, ein bisschen bessere Gegner haben. Oh, ich glaube, die nächste Stage ist, Melbourne, würde ich schon sagen. Ich hab mir gerade ein Formel 1-Video angeschaut. Ich meine natürlich, hier, Wales. Und wir sind Erster. Zweiter, Dritter und jetzt Erster. Nice. Genau, jetzt geht's nach Wales. Danach Griechenland, Rallye Akropolis. Da gibt's auch immer schöne Zitate von Walter Röhrl. Ach ja, und? Genau, ja, nicht vergessen. Nein, ich möchte nicht aufhören. Okay, ich muss es gleich im Rennen machen. Die KI umändern. Also was ist das gleich? Für euch morgen, für mich jetzt. 2 Minuten. Wenn ich die Antwort nicht schon wieder verkacke, dann in 2,5 Minuten. Nun gut, Leute, ich will einfach mal sagen, wir sind hier wieder fertig. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung und Leute, ich bin dann mal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.